Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und erstmal danke an die tollen 500 Abonnenten. Das ist schon eine ordentliche Zahl und vielen Dank an euch alle. Ohne euch wäre das gar nicht möglich und heute zeige ich euch, wie man eine LED-Reklamelampe selber bauen kann. Dazu benötigen wir Plexiglas. Das hat jetzt eine Dicke von 4 mm. Ja, umso dicker, umso schöner sieht's aus, aber es gab leider nichts anderes. So soll das dann fertig aussehen. Ja, das denkt euch mal weg, da habe ich ein bisschen verzeichnet. So, dann brauchen wir Kabelkanal als Gehäuse und einen LED-Stripe als Beleuchtung. Das ist jetzt hier so ein ganz billiger China-LED-Stripe für 15 Euro mit Controller, Fernbedienung, Netzteil. Ja, also davon braucht ihr auch nur ein Stückchen. Das Schöne ist ja, man kann die durchschneiden. Aber was bei dem ein bisschen doof ist, der hat immer einzelne LEDs für die Farben. Es gibt aber auch welche mit RGB-LEDs, die sind dafür besser geeignet. Aber ich habe leider den falschen gekauft, aber es geht trotzdem gut. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Klebeband. Farbe, dazu nehme ich eigentlich Spraylack, aber ich hatte jetzt gerade nichts anderes da. Also da nehme ich dann auch echt einen Spraylack. Alle das mögliche Werkzeug, Zangen und so weiter. Am wichtigsten auch Schutzbrille. Und Silikon und ja, Stifte und zum Anzeichen und. Und das ist unsere Hauptgeschichte. Damit fräsen wir das rein. Das ist ein Dremel in einem Bohrständer. Ja, hier dieses schöne Multi-Werkzeug ist dafür gut geeignet, um zum Beispiel hier einen Ritz da reinzumachen. Dann noch ein paar Bohrer, Stichsäge. Und dann fangen wir jetzt mal an. Ja, zuerst schneiden wir den Kabelkanal in die passende Länge. Das ganze Video ist natürlich schön in Zeitraffer, sonst würde es viel zu lange dauern. Und sorry, wenn im Hintergrund ein leises Rauschen ist, aber ich werde versuchen, mein Equipment auch besser zu machen. So, jetzt wird das Plexiglas geschnitten, da muss man schön langsam und vorsichtig sein, sonst reißt es schnell. Und jetzt wird angezeichnet, wo das Plexiglas reinkommt. Ja, da wird auch schön vorsichtig sein, weil wenn man da was falsch macht, ist es doof. So, jetzt kann man super hier diesen Oszillator nehmen, um das halt durchzuschneiden, das ist gut dafür geeignet. So, passt perfekt. Jetzt wird es angezeichnet, dafür klebt es am besten auf dem Tisch fest, sonst verrutscht das immer und das ist relativ doof. So. Jetzt wird das Ganze mit unserer Dremelkonstruktion ausgefräst. Uns ist aufgefallen, dass wenn man das so tief macht wie wir, immer schön den Fräser reinigen muss, weil das Plastik dann schmilzt und sich festpappt, also gar nicht so tief. Wer jetzt natürlich eine CNC-Fräse hat, hat einen enormen Vorteil, aber wir haben es halt einfach mal versucht so zu machen. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt wird fürs Gehäuse die Seitenteile gemacht und das Ganze wird dann schön mit Silikon verklebt. So, jetzt wird die Plexiglasscheibe ein bisschen angeschliffen. Das bricht einfach besser das Licht und ist auch nicht so scharfkantig. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Jetzt ist das Ganze gesprayt. So sieht es fertig aus. Das ist so schwarz, das ist matt. Mattschwarz. Die Löcher werden auch noch zugeklebt mit Tapes und sieht das doof aus. Der LED-Stripe wird auf die passende Länge geschnitten und auch mit Silikon festgeklebt. So, jetzt wird das Ganze eingeklebt. Wir haben noch so kleine Halterungsstückchen aus dem Kabelkanal gemacht, damit das gerade eingesetzt wird. Das Ganze wird auch wieder mit Silikon verklebt. So, fertig ist es. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann tschüss. Wir sehen uns in einem weiteren Video von mir.